Kartoffeln bei Wildlands. Hinter dir. Ein Link in die Videobeschreibung setzen, damit die Leute auch verstehen, warum das so ist. Liebe Zuschauer, das ist nur ein kleiner Gag unter uns hier in der Truppe. Es ist, kommt nur aus unserem Netzwerk. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, besser wieder in die Rolle, bevor wir hier komplett durchdrehen. Kommt ein Konvoi entgegen. Oh, aber dieses schöne Auto. Da ist noch einer, genau da. Toll. Wir müssen das schaffen. Ich hab den Wagen gerade. Ja, ich muss den Wagen fahren, dass der keinen Kratzer bekommt. Na, das lernen wir aber noch mit dem Ziel. Oh. Das. Schon wieder? Ich glaube, ich habe den Fahrer erwischt. Ja, der Fahrer ist down. Wir haben, was wir wollten. Melden wir den Rebellen den Standort des Nahrungstrucks. Dieses Auto ist einfach bombastisch gut. Ja. Wo lang? Nach rechts. Ach, wann war das, du da noch fragst? Nach rechts müssen wir. Ja. Was ich mit ihm in manchen anderen Einsätzen schon erlebt habe. Ich glaube, so genau wollen wir das gar nicht wissen, was ihr so zwischen unseren Einsätzen und den Einsätzen, die wir zwei nur haben, da macht. Echt? Naja, es sind nicht nur Einsätze, wo Mama und ich alleine sind, da sind noch Bohatro dabei. Aber, nee, ich krieg's lieber nicht erzählen, wie sonst. Oh Gott, Aquaplaning! Schön auf der Straße bleiben. Beim Aquaplaning schleuderst du nicht wie verrückt, sondern du kannst dich mehr richtig lenken. Weil du auf dem Wasser flindern bist. Also müsstest du eher jetzt in der Kurve geradeaus fahren. Oh Gott, ich hab jetzt gerade irgendwie ein leichtes Déjà-vu. Fahren wir gerade einmal im Kreis? Hm. Aber wir kommen irgendwann an. Unsere Chefin weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ich bin dafür, für einen Misstrauensantrag zu stellen und den Code A38 auszufüllen. Aber ich glaube, wir betreten gleich die da neue vorne Gebiet. Nach rechts. Und davon echt? Abgesehen, wer hier am Meutern ist, der kriegt eine Kugel im Kopf. Bist du wirklich ja, mach das. Bist du wirklich A38 ausführen? Ja, das glaube ich am besten. Cappuccino! Den Typen hier ist das Gebiet Cappuccino. Wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, Cappuccino, nicht Cappuccino. Ja, Cappuccino, Cappuccino, wie auch immer. Ja, du erfindest gleich so ein Cappuccino, oder? Das Kartell gehört? Oh, das sind Gegner oder so. Gracias. Viel Glück. Hat er gut geklappt. Achtung, er schießt ihn, bevor er funken kann. Was ist unser Auftrag überhaupt? Verdammt, sie haben es gemerkt. Wir wollten den Typen hier befragen, das haben wir erledigt. Wir sollten wieder ins Auto einsteigen und abhauen, weil die Uni da sonst herkommt. Ich höre die jetzt schon funken. Ja, die sind hinter uns. Oh ja, ich sehe sie auch. Okay, ab ins Auto. Gott, ich blute! Shit, Enno ist gefallen. Oh! Fuck! Entdeckung. Warte, ich sammle Wanwa ein, wenn ich ihn finde. Ich hatte es gerade schon mit Enno versucht, aber. Gib mir Deckung! Von wo denn? Die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Verstanden, sind gleich da.
Danke. Dann heben wir die anderen auf. Das ist momentan safe. Danke. Dankeschön. Eieiei. Das. Ich hab noch einen. Fast so, gemütlich. Und das. Eieiei. Am Ofen. Ja, hinter uns. Einsteigen. Nicht im Ernst. Fahr erstmal, genau. Ja. Ich glaube, in die Richtung setzt du dich. Und dann habe ich getroffen, hoffentlich den Fahrer. Die Richtung sieht erstmal für mich aus, als würden wir nur noch auf drei rechten Reifen fahren. Da bin ich wieder. Bei rechten. Wir wurden getrennt. Schon okay. Wo waren wir? Ich schaffe da einen Arsch voll Kokain durch. Ich brauche lieber nicht. Ich glaube, mein hinterer rechter Reifen ist kaputt. Ich weiß nicht, ob du abkürzen kannst nach links rüber. Keine Ahnung. Lass mal gucken, wann war. So weit dann fahren wir zu der Stadt. Soweit ich sehe, gerade ist da hinten rechts und noch weiter links. Ach, die Stadt. Also, oh, ja. Die ist aber groß. Ich denke, das könnte ganz angenehm sein. Wir ich hatte gerade Bowman am Telefon, aber ich konnte sie nicht so genau verstehen. Du hattest die Bowman. Ja, also nicht. Hast du keine Möglichkeit, unsere Kanäle zu muten? Nein, das hat nicht so ganz funktioniert. Ach. Vor allen Dingen, da ihr da nun mal direkt neben mir gesessen habt. Okay. Ist ein bisschen schwer. Hier vorne nach rechts rüber, das ist eine Gebäude hier, da können wir jemanden befragen. Ah, da. Ja. Hola, amigo. Hey. Haben Sie was über das Kartell gehört, wo es hier aktiv ist oder so? Hey, wie läuft? Gracias. Okay. Gut, der hat uns auch schon mal ein bisschen geholfen. Genau in der Mitte der Stadt ist noch ein Lager, ein Informationslager, meine ich. Ist diese Stadt relativ sicher? Und auf der anderen Seite. Jein, wir haben im Osten der Stadt, wenn ich das richtig sehe, da haben wir Feinde. Und ich tippe mal darauf, quasi im Nordosten auch nochmal. Aber seid überall vorsichtig. Weil dann würde ich grob allgemein nach Ressourcen suchen. Wir müssen ein bisschen, also von unserer jetzigen Position müssen alle ein Stückchen nach Nordosten laufen, damit wir in die Mitte der Stadt kommen. Okay. Das ist eh ein scheiß Wetter, unsere Tarnung funktioniert beim Regen nicht. Also sie versucht schon anzuspringen, aber schafft es halt nicht, uns zu verbergen. Naja, sie muss ja irgendwelche Macken noch haben, sonst wäre sie schon marktreich. Ja, wobei die Herstellung dürfte ja immer noch viel zu kostspielig sein, selbst für eine Massenproduktion. Ich will es auch hoffen, ich will der Einzige sein mit dir zusammen, der das Ding hier benutzt. Hm? Pass auf, es ist noch hinterher jeder Ghost mit so einem Ding rum, hallo? Was ja auch okay wäre, weil wir alle auf derselben Seite sind. Ist mir egal. Wir sind Team Alpha 1 hier, also, ne? Also, wir sind das beste Team, ja? Haben wir die Information schon? Hier sind Informationen, das sieht aus wie eine Bank. Ja, sind auch Bankschalter und so. Hier müssen Informationen drin sein. Oh, ich hab da wieder ein paar Millionen eingesackt, die ich. Glaube ich nicht immer richtig. Schaffen wir uns hier irgendwie zu sammeln? Das ist neben der Botschaft. Bank, ja. Bank sehe ich, glaube ich. Ach, neben der Botschaft. Ach, hier ist ein Kiosk. Also irgendwie sind in dieser Stadt relativ wenig Fässer und so. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Was gibt's denn Schönes hier? Naja, nichts wirklich Berauschendes. Taschen, alles klar. Ja, und Quinoa hinten rechts. Quinoa? Mercabo? Das Mittel der Wahl gewesen. Wir sind auf der Suche nach Informationen, Jungs. Das sieht mir eher aus wie Stoff. Wir mussten aber. Das ist die Mädchen, die wir schon haben. Hallo? Ach, da. Ah, da ist ein Berg. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay, das war schon mal gut. Ich habe aus
Versehen das feindliche Gebiet gefunden. Das ist relativ groß in dieser Stadt, aber... Ja, ich hab's auch gerade aus Versehen entdeckt. Ich musste gerade schon einen erschießen. Prima. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Also wir könnten uns an der Hauptstraße Richtung Norden bewegen und weiter Informationen sammeln. Oder wir holen uns eine Medaille im Osten. Ich bin für alles. Okay, dann gehen wir erst nach Osten, weil das näher dran ist. Drohne steigt auf. Reaper, ich glaube, das Plakat hier würdest du dir gerne zu Hause hinhängen. Oh, Kaffeebohnen, ja! Ja. Achtung, seht ihr die Markierung da? Kaffee. Ja, ich sehe die 1, die 1 ist gleich tot, die wird schon schauen. Ja, ich sehe sie auch. Ich habe auch Sicherheitskontakt. Aber das hier ist unsere Richtung, in die wir wollen. Um das schon mal zu sagen. Ja, wieder so ein Monsunregen. Naja, und die Tarnung bringt halt einfach nichts. Achtung, neue 1 ist ein Sniper. War ein Sniper. Tango ist tot. Okay. Na, unter diesem Radardach. Die jetzige 1 und die 2. Dort befindet sich unser Ziel. Da ist die Medaille. Ich habe einen dritten Tango. Genau das Gebäude, wo die 3 drauf ist. Wurde gerade schon wieder. Wie hießen nochmal diese komischen Überwurfschals? Also jetzt nicht so ein Schal, den man sich nur um den Hals, sondern die man halt Ponchos. So komplett. Ponchos, genau. Ponchos. Kann man hier hinten welche holen? Die sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Achtung, da sind Leute auf der Straße bei der 4, 2 Stück. Oh, hier vorne ist auch schon einer. Ich glaube, das hier ist der nächste zu uns. Wo befindet ihr euch genau? Hinter der 2. Okay. Bei der 1, die hat aber noch eine unmarkierte Begleitperson. Ja. Ich habe die Medaille bekommen. Ja. Okay, also ihr seid in dem Gebäude, wo die 3 drin war. Die 3 ist gerade ausgeschaltet worden von mir. Ja. Und hier soll irgendwo der Dings sein, oder was? Ja. Ja, oben. An der Außentreppe und dann. Wann war, pass auf, geh nicht alleine zu weit. Da ich bin 5 Meter entfernt. Und dann ich meine nur, weil die 4 und die 1, die haben jeweils eine Begleitperson. Das ist so ein ganz schöner. Ach ja, ich hab den. Aufmerksam werden. Ja, genau, mach Luftschläge. Okay. Oh, ich werd gesehen in der Bank. Aber sind dran vorbeigefahren, das war ein Konvoi. Mann, man muss sich auch komisch vorkommen, hier fallen getarnte Menschen von mir. Boah. Ich rück einmal zu euch vor. Okay. Die sind immer noch total warm von der Hitze. Alarm ist aus. Deaktiviert. Uiuiuiuiuiui. Was denn? Was ist da? Ein dicker Fetter, Vorsicht, direkt um Eck. Okay, ich sehe ihn gerade, ja. Lass mal etwas zurückziehen, nicht dass er kommt. Der kommt. Okay. Ich bin nämlich jetzt hinter dem blauen Schrottcontainer. Und schläft. Ja, hat's knacken. Müssen wir hier in das Gebäude rein? Was zum Bauen ist? Warte, auf dem Dach von unserem Gebäude ist einer. Hier links das Teil, nee, rechts das Ding oder was? Nee, das, wo wir dran stehen, das rot und graue. Auf dem Dach habe ich einen gesehen. Ich sehe nur einen Sportwagen drin, aber auf dem Dach sehe ich noch niemanden. Ich habe gerade einen gesehen. Wer ist, meinst du? Oh, ja, ja, ja. Da, wo ich gerade dran bin. Da, wo ich die 3 jetzt markiert habe? Ja, okay. Ehemalige 3. Neue 3? Links? Ehemalige 3. Okay. Achtung mit der 4, die hat eine Begleitung. Wann war, wo bist du? Die Treppe hoch. Ja, ich bin hinter der 1. Okay. Ich habe eure Wege verloren. Ich bin bei dir da beim Heli. Oben in dem Gebäude bin ich. Okay.
Das nicht schlecht eingerichtet. Ach, das wird. Naja, wenn du einen persönlichen Knast in der Butze haben möchtest, dann bestimmt. Ivigo würde dir gefallen, Vibo. Wieder so ein kleiner Sensenmann. Wann war, wenn du von hier aus Richtung 4 gehst, das Gebäude, was da ist, da befinden sich die anderen beiden. Vibo, wo bist du? Gerade in der Garage, aber wenn du hier unten durch die Dings läufst, da. Die haben hier einen eigenen Knast in der Butze. Ist das wichtig, wo ihr da seid? Ich lasse dich auf keinen Fall fahren. Oh. Wir schauen uns nur ein bisschen um. Hier, das ist voll der eigene Knast. Warum immer? Deren Pornokeller oder so. Irgendwie sind die aufmerksam auf irgendwas. Da. Ja, es ist da, ja ein gewisser Wanwar, der schon wieder seine Karren, seine Finger nicht von der Karre lassen bekommt. Ja, nur der hat aber lange was gelöst. Ja, genau. Eins und begleitet Person scheinen aber wieder ihre normale Route zu gehen. Okay. Ja, die und drei nähern sich uns. Eins scheint mich doch bemerkt zu haben, obwohl die Tano aktiv war. Wir gehen einmal, denke ich, Richtung Süden wäre am angebrachtesten. Okay. Also wenn ihr von uns aus genau Richtung Süden und so ein ganz kleines bisschen weiter nach links guckt, dann ist da so ein kleines einsames Gutshäuschen, da gehen wir erstmal. Feindlicher Heli! Nicht schießen, ich hab ne Geisel! Was ist denn? Feuer einstellen! Ich bin nämlich bei dem Gebäude. Ich stehe unter Beschuss! Mist! Ich bin an der Zielposition. Wo ist der Commander gefallen? Jetzt erstmal unsere Position sichern. Hätte ich denn gesehen? Oh oh. Hier war das Kugel. Sprengladung platziert und scharf. Anna lebt noch. Leute, wir haben ja auch Unidad. Mist, Unidad. Ja. Ich hab schon fast alle ausgeschaltet. Okay. Ich muss gerade gucken, wo der Commander sein könnte. Ja, ich glaube, links von uns habe ich was gehört. Links von uns irgendwo, wann war? Was ist denn links von euch? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir stehen immer noch im in dem Hof von dem Gebäude, schauen auf den Ausgang und links von uns. Au! Oh, Dreckstano! Ich helf dir mal! Mann, das merke ich morgen früh. Alter! Ich glaub, Scheiß Tano! Nee. So gut die ist, so scheiße ist die auch in solchen Situationen. Da kannst du das jetzt natürlich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich mit der Karre vorfahren, damit du einsteigen kannst, dann können wir hier weg. Bitte sowas ankündigen, dann kann man sowas besser durchführen. So, wie sieht's aus? Wo stehst du? Wo ist. Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich muss es einfach mal probieren. Hab sie hier links gehört? Navo? Ach, ich hab sie! Dann call. Leck mich doch. Kein Problem. Helikopter? In Sicherheit. Profil. Ist die zwei sind einfach zur Deckung. Wow, den habe ich doch erwischt. Da sind zwei Helikopter, würde ich mal nur so sagen. Ich hier nur ein. Achtung, da sind zwei feindliche Fahrzeuge. Shit. Oh, Scheiß! Reaper hat's erwischt. Wo ist Reaper gewesen? Im Innenhof. Innenhof. Ah, ja.
Ich lebe wieder, danke. Ich komm rein hier, Enno. Jetzt geht's Enno schlecht. Ja, ich hab noch Cooldown. Ach du Scheiße. Okay, ich will jetzt da. Zum... Danke. Oh. Einsteigen. Ja, bin schon doch dabei. Au. Ah. Ja. Fahrzeug nach Süden. Also... Aufs Feld raus. Rechts, also hin und jetzt. Schlummern wir. Also. Oh, shit. Das ist aber eigentlich kein Auto für Feldweg. Das kurze Stück muss er jetzt nach vorher halten. Schicke eine so eine Patch. Geh runter und in Deckung. Ja, bin in Deckung. Aber Tarnung. Wann war, komm mal mit. Hier ist ein Gebäude, wo ja. wir rein können. Das knallt da hinten immer. Ich versuch den Heli mal vom Himmel zu schießen. Ja, wenn du den vom Himmel geschossen hast, kannst du. Na ja, gucken, das Lama okay, hat können wir doch nicht rein, aber können wir uns wenigstens ein bisschen verstecken. Jetzt nicht mehr. Mein Ziel macht 10. Mist. Na? Wow. Alter, was hat der für eine Ausweichmöglichkeit? Okay, verdammt. Wir müssen in das Gebäude da vorne, wann wir. Hab ich getroffen? Ah, oh Gott. Shit. Könnt ihr den Apache ausschalten? Wir sind ja. dabei. Weaver versucht es gerade, es ist nicht so einfach. Ja. Einer down. Der nächste kommt schon rechts. Warte, das ist ein Klano. Ah, danke. Nee, den kriege ich nicht. Okay, schnell in das Gebäude da. Oh. Okay, ist abgesichert, bin drin. Okay, ich bin bei dir. So. Setze Leuchtrakete ab. Habt ihr eine Möglichkeit für ein Fahrzeug oder soll ich versuchen, euch abzuholen? Ah ja, das ist gar kein Problem. Warte mal. Wir sind in unserem Zielgebäude. Wenn ihr von euch aus Richtung Norden fahrt und dann so ein bisschen rechts, ich kann euch übers GPS lotsen. Das ist ein relativ großes Gebäude außerhalb der Stadt. So eine Hacienda. Ihr fahrt quasi jetzt genau drauf zu. Macht 5 Tangos. Oh Gott, diese Kiste. Und das hier vor uns, okay? Ja, genau das. Richtig. In diesem Gebäude sind irgendwelche wir. Irgendwelche Gegner. Oh. Vorsicht. Das ist ein Lieferplan. Sieht aus, als wollte das Kartell nachschießen. Das Transportflugzeug ist betankt und startklar. Die Rebellen könnten den Kram brauchen, Boss. Wir müssen nur das Flugzeug stehlen. Was denkst du? Okay, alle ins Auto. Wir fahren jetzt ein bisschen übers Feld. Okay, wir fahren jetzt links übers Feld. Hauptsache das neue... Noch weiter. Hauptsache, bis wir wieder Richtung Norden ungefähr gucken. Schön großen Bogen um die Stadt. Noch weiter. Aha. Jetzt müsste hier ein Feldweg irgendwie sein. Den wir weiter Richtung Norden fahren. Auf jeden Fall Alpakas. Noch weiter nach links. Ich glaube, ich muss weniger Drogen nehmen oder egal, was die hier einem ins Essen mischen. Wieso? Weil hier gerade so ein leichter Anflug von Star Wars Laserschuss in der Luft stehen bleibend war. Okay. Auch so genau über der Stadt. So, du fährst jetzt auf eine Straße zu, da fahren wir nach links drauf. Sieht gut aus. Hier kannst du quasi abkürzen, indem du geradeaus fährst, wenn das nicht zu kritisch ist mit der Mauer. Das ist nie kritisch. Okay, die Tankstelle vor uns, das Vorsicht, ist Tankstelle. Ziel. Puh. Ich habe uns irgendwie schon in der Tanksäule gesehen. Ich auch.
In der Tanksäule? Ich habe mich wohl eher durch die Luft fliegen sehen, vor der Tanksäule. Ja. Wie man es nimmt, ist alles nicht schön. Hier ist ein Klemmbrett. Ja. Oh ja. Na gut. Roleplay, ich weiß von einem Kartellsender. Das Weg Geld damit. Nimmst du nicht mit, Reaper. Sehen wir mal nach, ob es noch da ist. Das bisschen? Peanuts? Reicht doch gerade mal für das Frühstück. Das ist doch gerade mal das Wechselgeld. Die Trockenskasse haben sie doch weggesperrt. Okay, und wieder ins Auto. Oh, 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 oh. Ja. Entgegen. Raus aus dem Auto. Wieso steigt hier aus? Wegfahren. Oh, ich glaube, weil das Auto brennt. Deshalb sind wir ausgestiegen. Ja, es brennt jetzt. Vorher hat es noch nicht gebrannt. Unser Sani liegt beim Brand. Ich versuche im Auto. Hier ist es wieder gut, oder? Ah, das ist gut. Wer hat auf die Säule geschossen? Granate fliegt. Como está, bitches? Vorsicht, Granate! Das war bestimmt das Auto, der Heli da oben. Granate fliegt, Granate fliegt. Da kommt ein Bus für uns. Hola, putas. Habt ihr das jetzt bald mal? Oh! Ja, mit der freiwillig sein Fahrzeug hergibt. Ja. Wir haben nie gesagt, das war nicht das Fahrzeug. Ich sag mal so: Das Kraftfahrzeugmeldeamt hat bald keine Einträge mehr zu verzeichnen. Wenn du so weitermachst. Das haben die hier in Bolivien, glaube ich, sowieso schon nicht. Egal, was er tut. Aber was hat der denn für eine Steuerung? Und der hier steht zur Hälfte auf dem Parkplatz. Ja, auf der Straße. Wir können alle kein Auto fahren hier in Bolivien. Sagt der richtig. Ich habe einen Führerschein. Aus welchem? Nach links. Ein ägyptischer, wo du hier frei verkannt zeigt, Deutsch, du musst, reicht nicht. Nee, ich hab den chinesischen, wo ich. Scharf nach rechts. Oh Gott, auch noch rechts. Anmelden muss. Und noch Linksverkehr. Oh, nee. Kein weißt du, der chinesische, da meldest du dich nur an, hey, ich will einen Autoführerschein haben und schon hast du den Lappen. Hm. Da brauchst du keine Prüfung aber machen, da musst du noch nicht mal gucken, wie du fahren darfst. Du machst einfach nur hier, ich will haben, danke, tschüss. Ich sag, mal so, ich sag mal, solange er keinen indischen oder hat, runter. Ist alles in Ordnung. Stopp. Weil so wie die vor. Okay. Okay. Du Bellwohl. Da stehen Leute. Kommen wir noch vor? Mir wurde gesagt, ich soll hier stoppen. Da ist auch ein Scharfschütze. Links auf 328. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Außerdem etwas leider dahinter auch noch einer. Sehe einen drin. Oder ist es ein Scharfschütze und vorne? Ja. Ja, das ist auch ein Scharfschütze in den ersten zwei. Da ist noch einer. Tango getötet. Okay. Also, unseren Informationen zufolge soll hier in der Gegend ein Kokainlager sein. Der Heli sieht uns. Können wir den runterholen? Wir müssen. Den sollten wir runterholen, der ist schwer bewaffnet. Das hat natürlich jetzt Aufmerksamkeit auf uns. Also hier irgendwo in den Bergen soll ein Kokainlager sein, das sollen wir zerstören. Lass mich raten, das ist der LKW, der da unten ist. Ja, oder unterm Berg, weil hier ist eine schöne Höhle. Ja prima, dann müssen wir ja unterm Berg sein. Ich glaube mal nicht, dass sie den LKW als so offensichtliches Lager nutzen. Okay, dann rückt mal zum Eingang vor, aber da sind gleich zwei Feinde. Granate fliegt. Oh Gott. Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Dicht genug beieinander für eine Sprengung. Sprengdrohne oder so. Ich versuch's. Ich pack die Drohne aus. Du weißt es! Okay. Hauptsache, der nächste ist hinter dem LKW. Oh, kein Sichtkontakt. Ach Mist. Ich kann vorrücken. Behaltet die 1 im Blick. Bist du jetzt rumgekommen? Ja, die sehr ist gut. Danke. Erledigt. Okay, wann war bei dir ist Munition? Ihr könnt euch da aufmunitionieren. Wo genau? Achtung, LKW brennt. Direkt am Höhleneingang. Ja, direkt beim Eingang okay. Der Höhle, ja genau. Da ist ein Depot voll weißem Pulver. Lasst uns Junkie-Herzen brechen. Achtung, das geht da ganz schön weit rein und da kommen zwei Leute raus.
da kam. Ich hab sie gar nicht gesehen. Weder die Markierung noch die Person. So, wo ist hier das Lager? Okay, ich kann leider nicht weiter markieren. Hier ist ein Leutnant, der ergibt sich aber, glaube ich. Den können wir verhören. Ja, immerhin einer mit etwas Verstand. Ja, oder so ähnlich. Also er ist unbewaffnet. Verhören und dann... Keine Ahnung. Dann haben wir noch eine Waffenkiste. Hier ist eine Waffenkiste. Da, habla conmigo. Habla. Habla. No habla conmigo. Ruhig, Kamine. Wenn er nichts sagen will, dann mach ihm Beine. Beine machen? Das geht auch wir anders. Wir könnten ihn schön in der Explosion mit... Ja, Moment. Wann war, lass den mal durch. Wir wollen das hier wann war? Mit Stil machen. Wann war? Nein. Mach's gut zu meinen wann war? Okay, die, ich hatte eine andere Idee, aber das ist auch nicht schlecht. Nein, wir richten so keine Menschen hin. Ladung liegt. Also ich habe nie irgendwelche Abkommen von Genf. Und das war ich nicht. Ziel zerstört. Du hast die auch nur noch gezeichnet. Das haben deine Vorgesetzten gemacht. Aber solange du dich selbst durchjagst, ist uns das egal. Das tut immer noch weh. Alle haben wir auch munitioniert. Nee, im Sommer. Okay, dann raus hier. Speicher ab. Achso. Alle draußen? Ja. Doch, ich nähere mich hier. Ja, okay, das war's dann mit White Lantern. Ne? Tschüss. Ciao. Tschüss.